Hallo zusammen, ich habe hier einen Transcooler 1540, komplett montiert mit Türe, mit Fernbedienung, mit Top-Aggregat. Und jetzt setzen wir das weg und machen daraus ein IKEA-Möbel. Ja, hier bin ich wieder. Das ist der gleiche Transcooler als Bausatz. Ich habe hier die Rückwand. Hier habe ich dann überall Verschlüsse. Hier kann ich das Teil zusammenziehen, die einzelnen Elemente. Ist an sich eine kleine Tiefkühlzelle. Also wenn ihr nur das Gehäuse braucht, euch die Zeit nimmt, das Teil zusammenzubauen, ja, fragt nach dem IKEA-Bausatz oder nach dem Bausatz Transcooler. Den Namen IKEA darf ich eigentlich nicht verwenden. Ja, Aggregat dazu, aber nicht von irgendeinem Kühlaggregat für 12 Volt, für eine Kühlbox mit dem BD35 für das Teil. Beim Kühlen müsst ihr da schon mindestens 3 oder 4 Stück nehmen, dass ihr aufs Ergebnis kommt. Oder ein BD220. Der BD220 ist etwa 8-mal stärker als der 35er. Dann können wir darüber reden, aber nicht beim Kühlschranken, Kühlaggregat ausbauen und in so einen Transcooler einsetzen. Das geht nicht, habe ich schon gesehen. Oder noch bessere kommen mit einem Fasskühler an, der dann oben drauf gesetzt wird. Funktioniert nicht, sage ich euch. Aber wenn ihr eine günstige Alternative möchtet, anstelle von 4 Platten, ihr braucht 6, plus eine Türe zu besorgen, hier wäre der komplette Bausatz da. Mehlschenden. Oder irgendwann verlinke ich das unten als Preisliste, was solche Bausätze kosten. Ich wünsche euch einen schönen Tag.